Bad Schlema im Erzgebirge. Ein Kurbad mit einem dunklen Geheimnis. Schlema glich zu DDR-Zeiten einer radioaktiv verseuchten Mondlandschaft. Das war ja eine Zeit, als hier die Angst umging. Schlema war Tal des Todes, es gab also Horrormeldungen ohne Ende. Jahrzehntelang schürfen hier Wismut-Kumpel nach Uran für die Atombombe. Es war stockdunkel und da habe ich gesagt, ich bleibe nicht hier. Also das ist nichts, das ist nicht mein Ding. Doch es geschieht ein Wunder. Der kleine Ort im Erzgebirge erwacht zu neuem Leben. Wie konnte dieses Wunder geschehen? Konrad Barth hat den wohl größten Vorgarten der Welt. Der ehemalige Bürgermeister von Bad Schlema wohnt direkt am Kurpark des Ortes. Eigentlich freue ich mich jeden Tag an dem ganzen Panorama hier, wenn ich zum Küchenfenster rausschaue. Da blickt er auf 20 Hektar Grün und einen riesigen Swimmingpool. Wo heute Heilquellen aus der Erde sprudeln, war vor 20 Jahren noch graue Sandwüste. Der Uranbergbau hatte Felder, Wälder, Grünflächen zerstört. Dass Schlema wieder auferstanden ist, das ist vor allem Konrad Barths Verdienst. Viele seiner Nachbarn sind nach der Wende weggezogen. Er hingegen ist geblieben, weil er immer an seine Heimat geglaubt hat. Ich wollte auch nicht weg. Und ich habe gesagt, hier musst du alles Mögliche in Gang setzen, um dieses Tal wieder lebenswert zu machen. Ich habe sehr viel Kraft investiert und geht natürlich nicht alleine. Aber einer muss sich an die Spitze stellen und das habe ich gemacht. Kurz nach dem Krieg kommt Konrad Barth als kleiner Junge nach Schlema. Seine Familie ist aus Schlesien geflüchtet. Der Vater wird 1947 zur Wismut zwangsverpflichtet. Das Bergbauunternehmen der Sowjets braucht kräftige Männer. Wer gut arbeitet, darf gut leben. Und so bekommen die Barths eine der ersten Neubauwohnungen in Schlema. Wir haben gestaunt, hatte vorneweg noch nie eine Wohnung mit Bad und Wasserklo gesehen in meinem Leben. Ne? Und hier haben wir uns gewundert, dass es sowas gab. Ne? Ja. Die Familie wird schnell heimisch. Scheu vor Zugezogenen gibt es damals nicht. Durch den Bergbau kommen von jeher viele Fremde auf der Suche nach Lohn und Brot in die Region. So gesehen waren wir hier sowohl von den Einheimischen als auch von den Flüchtlingen, von den Vertriebenen angenommen. Und wir waren also ein bunt durcheinander gewürfeltes Völkchen von neuen Siedlern hier. Und so gesehen wurde es auch ein Erlebnisspielplatz inmitten der Bergarbeiter, die zu Tausenden hier in den Schächten gearbeitet haben. War eine spannende Zeit. Angesteckt von der Aufbruchstimmung fängt Konrad Barth eine Lehre bei der Wismut an. Dann lernt er Friedgard kennen, die Liebe seines Lebens, und will auch deshalb aus Schlema nicht mehr weg. Barth macht Karriere, schon mit Ende 20 leitet er eine Brigade. Tonnenweise Uranerz holen die Kumpel aus dem Berg, hoch radioaktiv. Innerhalb eines Jahrzehnts verwandeln sie Schlema so in eine Wüste. Der Wiederaufbau verändert sein Leben. Durch Zufall lernt Konrad Barth Anfang der 90er die Biedenkopfs kennen. Erschrocken steht der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf vor den strahlenden Halden. Gemeinsam erklären die Biedenkopfs die Rettung Schlemas zur Chefsache. Heute macht sich Konrad Barth auf den Weg nach Dresden. Er will seine alten Freunde Kurt und Ingrid Biedenkopf nach vielen Jahren mal wieder ins Erzgebirge holen. Dass wir uns noch mal wiedersehen, hätte ich nicht gedacht. Aber du siehst aber gut aus. Ja. No? Grüß dich, komm mal her. Stück auf. Guter Freund. Ja, wir waren wirklich gute Freunde. Ja, das sind wir noch. Sind wir noch, wir leben ja noch. Ja, so ist es. Gott sei Dank. Ja, du siehst ja. Und abgenommen. Habe ich abgenommen? No, das weißt du. Kein größerer Gefangen für uns. Toll. Die drei kennen sich mehr als 25 Jahre. Auf der Fahrt nach Schlema kommen Erinnerungen hoch, vor allem aus den wilden Anfangsjahren.
Also, so eine spannende Zeit, ne? Ja. Wendezeit, mein Lieber. War's auch. Also, ihr habt schon viele, viele, viele Freunde bei uns in der Ecke. Ja, ich weiß. Ingrid Biedenkopf und natürlich dann unser Ministerpräsident, die haben uns auf Augenhöhe behandelt, ne? Wir haben immer gesagt, wenn mich jemand anspricht und sagt, wir bedanken uns, dass Sie hier waren oder so, dann sage ich immer, das ist ja sehr nett, aber ihr habt das doch gemacht. Ja, ja, hat er immer gesagt. Die Schlema haben ihren Ort gerettet. Inzwischen kommen jedes Jahr eine 500.000 Besucher. Vom Schlematal aus führen viele Wanderwege ins Erzgebirge. Hier, in den Bergen, entspringen die Heilquellen. Natürliches Radonwasser. Die Kuranlagen sind das neue Ortszentrum. Gleich daneben die liebevoll sanierten Pensionshäuser aus den 30er Jahren. Hier, guck doch mal, das ist ja alles neu. Toll. Das ist also hier über der guck mal, das Haus hier. Oder? Ich kenne mich nicht mehr aus. Na ja, die Häuser haben gestanden, die sind ja in der Radonbadzeit. Ja, natürlich, aber die waren grau und dunkel und die Straße war voller Löcher. 380 Häuser sind ja abgerissen worden, weil sie in den Schacht gefallen sind. Und hier sind die ganzen Zwangsverpflichteten zum Bergbau angekommen am Oberschlemer Bahnhof. Viele kommen damals aber auch freiwillig. Nach den Kriegsjahren erhoffen sich Flüchtlinge und Ausgebombte hier eine neue Existenz. Arbeit, Brot und Lebensfreude, das verspricht die Wismut. Über 20.000 kommen in den ersten Jahren. Der Bergbau lässt Schlema aus allen Nähten platzen. Anfang der 50er werden für die Kumpel eigene Siedlungen und ein großes Kulturhaus gebaut. Heute ist es das Bergbaumuseum, geleitet von Hermann Meinl. Obwohl er zu Hochzeiten der Wismut noch ein kleiner Junge war, erinnert er sich gut an den Wohlstand der Bergarbeiter. Hermann Meinls Museum ist ein Treffpunkt für die ehemaligen Kumpel. Sie kommen oft vorbei und erzählen von ihren Erlebnissen vergangener Tage. Die Spitzenbrigaden, die vor Erz gestanden haben, die gut Erz gemacht haben, haben Löhne verdient, die 3, 4, 5 Mal so hoch waren wie in der normalen Bevölkerung. Und das müsste natürlich umgesetzt werden. So, und da gibt es eben die Storys, dass man eben mit einem 100er Nagel ein Bündel Geldscheine, 100-Mark-Scheine am Tresen festgenagelt hat und so lange gebechert hat, bis der alle war. Also solche Geschichten erzählt man sich immer gern. Alkohol macht die Arbeit damals erträglicher. Dieser Stern wurde heimlich Schnapsampel genannt. Wenn der Plan erfüllt ist, leuchtet auf der Zeche der deutsch-sowjetischen Freundschaft auf dem Brunnlassberg der rote Stern. Und der war 4 Meter hoch und war ringsum in einem Umkreis von mindestens 10 Kilometern zu sehen. Also jeder wusste, wenn der rote Stern leuchtet, ist der Plan erfüllt worden. Und dann gab es auch die Zuteilung Schnaps. War der Stern aus, war das für alle das offizielle Zeichen, Wismut hat ihren Plan nicht erfüllt. Und jeder wusste, wenn der Plan nicht steht, gibt es auch kein Fusel. Lebensmittel werden nicht rationiert. Während es in der Ostzone überall noch Not gibt, wird Schlema zu einer Art Wohlstandskolonie mit eigenen Läden. Einen gibt es bis heute, die Bäckerei Franke. Seniorchefin Christine Franke hat den Laden von ihren Schwiegereltern übernommen. Gemeinsam mit ihnen bäckt sie früher 7 Tage die Woche für die Wismutkumpel. Denn die waren immer hungrig. Wissen Sie, wenn bei uns der Wecker geklingelt hat, die Nacht um 12, dann ist gebacken worden, aufgrund der Lieferung von der Wismut musste er aufgestanden werden, weil wir viele tausende Brötchen gebacken haben. Und die sind im Schnitt um 4, halb 5 sind die dann geholt worden. Wenn die mit der Frühschicht angefangen haben, dass die schon ihre Brötchen hatten. Wenn sie fertig waren mit Arbeiten, dann haben sie auch noch viel mitgenommen. Kuchen, Torten, halb unter den Arm geklemmt, wo wir manchmal hingeguckt haben. Da hast du gedacht, die bringen sie nicht ganz runter. Aber hat Geld keine Rolle gespielt, weil die viel verdient haben. Was viele der Kumpel nicht wissen, es gleicht einem Pakt mit dem Teufel. Nach dem verlorenen Krieg ist das Erz aus Schlema eine der wichtigsten Reparationszahlungen an die Sowjets. Stalin ist gierig nach dem radioaktiven Uran aus dem Erzgebirge. Seine Geologen haben entdeckt, dass es hochkonzentriert in Schlemas Erde liegt.
Der Abbau ermöglicht den Sowjets den Bau ihrer Atombombe. Das nukleare Wettrüsten mit den USA und der Kalte Krieg beginnen. Schlema verwandelt sich in eine Mondlandschaft. Fast 90.000 Tonnen Uranerz holen die Kumpel aus den Gruben. Die Berge von Abraum machen auch vor dem Ort nicht Halt. Häuser müssen weichen. Das einst idyllische Erzgebirgstal wird zur Todeszone. Als Kurt Biedenkopf hier das erste Mal steht, ist es nicht nur für ihn schwer vorstellbar, dass Schlema wieder auferstehen wird. Das ist so ermutigend, ja. Dieser Ort, wie er jetzt in der Talsenke liegt. Ich würde sagen, fast ein Stückchen behütet wird von Schneeberg, von da oben und mit der Kirche. Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass die Bevölkerung hier nicht aufgegeben hat. Ein Leben mit den Halden. Die größte grenzt direkt an das Haus der Bäckerei Franke. Wir hatten ja im ganzen Ort die Alten. Ne? Wenn es geschneit hat, sah es schön aus, das sah es wie ein Berg. Und wenn es eben nicht so, das war es eben ein grauer Huckel. Ne? Die sind ja mit den Schlitten runtergefahren, die Kinder. Ne? Im Winter, ja. Dass die Halden radioaktiv verschmutzt sind, wird in der DDR streng geheim gehalten. Unter Tage atmen die Kumpel den todbringenden Staub direkt ein. Schätzungsweise 8000 Wismutarbeiter sterben später an Krebs. 15.000 leiden an einer Staublunge. Genaue Zahlen gibt es nicht. Meine Schwiegermutter hatte Darmkrebs. Mein Mann hat es mit dem Herz gehabt. Der ist vor 4 Jahren gestorben. Und der Schwiegersohn, der hat Leukämie gehabt. Der war 40, wo der gestorben ist. Ob man das daraufhin gekriegt hat, ne? Dennoch, viele Kumpel sind damals stolz auf ihre Arbeit. Sie graben nach Uranerz für den Frieden, so ihre Überzeugung. Die Sowjets waren sehr pragmatisch. Also man hat das Standesbewusstsein des erzgebirgischen Bergmanns nahtlos weitergeführt. Also ich bin Bergmann, wer ist mehr? Das hat schon unter Augusten Strolken was gezählt. Also der Bergmann ist der Schöpfer des Wohlstands der Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz hat es mit Sicherheit auch viele gegeben, die davon zutiefst überzeugt waren, dass dieses Erz für den Frieden tatsächlich dieses nukleare Gleichgewicht des Schreckens gewährleistet. In den 70ern verschlechtern sich die Abbaubedingungen. Erste Zechen müssen dicht machen. Auch für Konrad Barth ist Schicht im Schacht. Er wird von der Wismut ins Rathaus versetzt, als Bürgermeister von Schlema. Doch die Schreibtischarbeit liegt ihm nicht besonders. Die haben Monate gebraucht, mich davon zu überzeugen. Aber ich war ja seit 1964 schon im Gemeinderat. Und das Rathaus war eigentlich bezogen auf den Bürgermeister unbesetzt. Und einer muss es ja nur machen. Und da habe ich mich halt breitschlagen lassen, weil ich wollte, dass es auch mit der Gemeinde wieder mal vorwärts geht. Kaum im Amt hat Konrad Barth eine verrückte Idee. Er möchte in Schlema ein Radon-Heilbad aufbauen. Das gab es hier vor 100 Jahren schon einmal. Barth ahnt, dass es mit dem Bergbau bald vorbei sein könnte. Als Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht kam, dauerte es nicht mehr lange und hat also verkündet, dass sie kein Uran mehr aus der DDR wollen. Es sei denn für unsere eigenen Zwecke. Das ist für Konrad Barth ein Zeichen. Früher, während seiner Schulzeit, erzählte ihm sein Direktor immer von den guten alten Schlemaer Zeiten. In den 1920er und 30er Jahren sprudelten hier Radonquellen. Radon, ein Zerfallsprodukt von Uran, ist nicht nur Fluch, sondern auch Segen. In geringen Dosen ist es gut für die Gelenke und das allgemeine Wohlbefinden. Schlema gehörte vor dem Zweiten Weltkrieg zu den berühmtesten Heilbädern der Welt. Und Konrad Barth will das Bad wieder aufbauen. Es gab eine ganze Menge Gegner. So ein Projekt in Angriff zu nehmen, das war ja nur völlig verrückt. Ne?
Und da musste eben auch, so haben wir gesagt, wir brauchen proletarische Härte, um diese Aufgaben, die uns gestellt wurden, insgesamt zu erfüllen. Anfang der 1990er Jahre schließen alle Zechen. Obwohl Schlema als Tal des Todes verrufen ist, folgen Investoren aus dem Westen einer Einladung von Bürgermeister Barth. Sie finden seine Kurbad-Idee so spannend, dass sie hinter seinem Rücken Ingrid Biedenkopf um Hilfe bitten. Ich saß in meinem Dienstzimmer und da kam ein Gespräch an. Und da, hier ist Biedenkopf. Ich dachte, verarschen kann ich mich alleine. Ne? Und das ging vielleicht 3-4 Mal her. Da kam meine Wiese-Siglinde, meine Sekretärin. Ich sagte, das ist, glaube ich, wirklich die Frau Biedenkopf. Ne? Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Wir beide? Ja, ja, am Telefon. Und da habe ich gesagt, na, kommen Sie doch mal her, gucken Sie sich das mal an, was wir machen wollen. Ne? Hat sie gesagt, gut, war eine Weile Ruhe. Dann hat sie gesagt, gut, ich versuche es einzurichten. Und dann war sie da am 13. Dezember. 1991. Viele Bergleute haben den Ort verlassen. Die Infrastruktur liegt am Boden. In Schlema gibt es noch ein einziges Gasthaus. Die Straße dahin, eine Buckelpiste. Und auf der reist Ingrid Biedenkopf an. Es war stockdunkel und sie konnten die Löcher erspüren, weil sie durchgefahren sind. Und da habe ich zu dem Fahrer gesagt, Herr Hagedorn, Sie brauchen nicht auszupacken. Ich bleibe nicht hier. Also das ist nichts, das ist nicht mein Ding. Ja, und dann sind wir ausgestiegen. Jetzt hier vor der Thüringer Klause, also jetzt hier vor diesem Gasthaus. Als ich hier die Tür aufgemacht habe, da kam ein heller Lichtschein auf die Straße. Und es war plötzlich völlig anders. Ich war wie zu Hause. Es war hell und strahlend und es roch köstlich nach, was weiß ich, wundervollem Essen. Und da kam der Herr Barth raus, den ich noch nicht kannte. Ach, sagte Frau Biedenkopf und hat mich begrüßt. Und dann saßen hier, ich weiß nicht, muss ich ihn fragen, 20 Leute etwa. Also wirklich tolle Leute von der Wismut und von, also die haben mir so gut gefallen. Habe ich zu Herrn Hagedorn gesagt, also dem Fahrer, Herr Hagedorn, Sie können doch auspacken, ich bleibe hier. Ingrid Biedenkopf verspricht, den Bau des Kurbades und die Umweltsanierung zu unterstützen. Ein Mammutprojekt. Wir brauchten ja eine Menge Geld. Und dann hat mein Mann geholfen. Wir haben viel, viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen, auch von der Wismut. Das hat er, glaube ich, sogar erklagt. Und als sächsischer Staat. Und ja, und dann ist das geworden, was hier geworden ist. Und ich kann es nicht glauben. Das Radon-Heilbad. 9 solcher Bäder gibt es in Deutschland. Schlema gehört inzwischen zu den beliebtesten. Katrin Baumann kümmert sich als Badeärztin seit über 20 Jahren um die Kurgäste. Radon lindert Schmerzen und hilft vor allem Rheumapatienten. Durchschnittlich 8000 Wannen laufen hier pro Jahr voll mit dem heilenden Wasser. Die Strahlungsbelastung ist gering, weniger als einmal Magenröntgen. Sieht ein bisschen beängstigend aus, aber ich glaube, es ist recht angenehm und auch entspannend. Es gab sehr viel Unwissen über die Radontherapie. Es war so negativ behaftet, dass also viele Mediziner auch ihren Patienten sogar abgeraten haben, eine derartige Therapie zu machen. Und da als Kurort einen Neustart zu wagen und dann jetzt schon rückblickend 20 Jahre zu bestehen, das ist schon eine Leistung. Und darauf kann man, denke ich, stolz sein. Und ja, das sind dann Glücksgefühle, die sich dann breit machen. Anfangs ist die Angst vor dem radioaktiven Wasser groß. Die heilende Wirkung muss nachgewiesen werden. Konrad Barth hat ein Problem. Keiner der Mediziner in Schlema will 1992 so eine Studie durchführen. Also schafft er kurzerhand eine ABM-Stelle und lockt so die damals junge Ärztin Katrin Baumann in den Ort. Unter strenger Beobachtung soll sie 50 Rheumapatienten mit radioaktivem Wasser behandeln. Die müssten natürlich auch alle untergebracht werden. Wir hatten aber nur 11 Betten in Schlema mit der Thüringer Klause. So ging das los. Und da haben wir dann innerhalb von einem Vierteljahr einen Teil der alten Wismut-Poliklinik zu einem Hotel ausgebaut. Das ist alles im Ort zusammengebacken worden. Wir hatten alles ordentliche Handwerker. Und da wurde sonntags und Sonntag gearbeitet. Die wussten und die haben es auch gemacht, gerne. Das war aus der Sicht, dass wir nach vorne wollten. Wir wollten das Image eines Tal des Todes umkrempeln in eine neue Zeit.
Und die Ärzte genauso. Aber es gab nicht viel. Die Kathrin war die Einzige, die das mitgemacht hat, von uns. Wir wussten schon, dass an dem Ergebnis, was in dieser Studie dann letztendlich herauskommt, was am Ende bleibt, dass daran schon auch die Zukunft der Region hängen könnte. Womit keiner gerechnet hat, es gibt nicht genügend sauberes Radonwasser, um mit der Studie zu beginnen. Der damalige Chef der Wismutsanierung, Rudolf Dänecke, geht mit Konrad Barth auf Wassersuche. Durch den Bergbau sind die Radonquellen fast alle versiegt oder aber stark mit Arsen belastet. Den Männern gelingt es, das Radonwasser unter Tage technisch herzustellen. Es wäre eine Katastrophe geworden, wenn wir das saubere Wasser nicht gehabt hätten. Denn die Doppelblindstudie wäre ins Wasser gefallen. Wir hätten uns vor aller Welt blamiert und hätten überhaupt keine Chance gehabt, dann wieder aufzustehen. Ne? Es gab genug Probleme hier in dieser Zeit. Ne? Das Wasser, das die Männer gewinnen, strahlt so stark, dass es über Tage verdünnt werden muss. Die Grubenwehr übernimmt den Transport. Obwohl sie sich mit Radioaktivität auskennen, ist es eine gewagte Aktion. Das war nicht halb egal. Es war legal. Selbstverständlich, wir haben nur legal gearbeitet. Auch kein hochradioaktives Wasser, sondern es war natürlich aktiv. Und dazu wurden die Strahlenschutzbestimmungen eingehalten. Die gab es und die mussten beachtet werden, die Strahlenschutzregeln, Bestimmungen. Und die wurden also bis zum Ende geführt. Aber das ist natürlich kostenintensiv. Und das war an sich das Problem. Die Studie ist erfolgreich. Alle Patienten, die mit Radonwasser behandelt werden, haben nach ihrer dreiwöchigen Kur kaum noch Schmerzen. Was bleibt, ist das Wasserproblem. Fieberhaft bohren die Schlemer nach Quellen, werden aber nicht fündig. Und dann plötzlich am Ortsrand sprudelt es. 1992 kommt Kurt Biedenkopf selbst nach Schlema. Konrad Barth braucht für den Aufbau des Bades dringend seine Hilfe. Dann hat er gesagt, ne Barth, was wollen Sie von mir? Und ich habe gesagt, ich möchte, dass ich mit Ihrem Namen als Ministerpräsident drohen kann, wenn die Ministerialbürokratie, aber auch schon, wenn es im Landratsamt nicht mitgehen, die Leute dort, die da was zu sagen haben. Und da hat er gesagt, das können Sie Tag und Nacht machen. Und so sind wir zusammengekommen. Und, das war aber genau das, was wir vielfach gemacht haben. Ja, das und war. Da Sie wussten, wenn der Barth sagt, da rufe ich mal den Ministerpräsidenten, da war das wie angerufen. genau. So war's. Und er hatte keine Probleme, mich zu erreichen. Im Ort selbst glauben die Menschen zu der Zeit noch nicht daran, dass Schlema gerettet werden kann. Immerhin sind das Erbe der Wismut 18 verseuchte Halden. Überall verstrahlt der Dreck und Schlamm. Das war ja eine Zeit, als hier die Angst umging. Die Geheimhaltungsbestimmungen waren weggefallen. Schlema war Tal des Todes. Es gab also Horrormeldungen ohne Ende. Und es klang natürlich wie ein Treppenwitz, dass man in diesen zerstörten Ort im Bad wieder aufbauen will. Also die Leute haben sich die Bäuche gehalten vor Lachen. Ohne die Umweltbehörde um Erlaubnis zu fragen, veranlasst Barth, dass die größte der Halden abgetragen wird. Wieder Dreck und Lärm im Ort. Da hat die Wismut drei Schichten gemacht, früh, Mittag und Nachtschicht. Und das Laufen durchweg. Ne? Dann war halt es so sehr gering, dann kam die ganze Brühe hier in den Keller rein. Da haben wir unten alles. Das war herrlich. Da haben wir gewischt, aber wir. Diese Straße ist damals völlig verschlammt und somit unpassierbar. Um Barth zu stoppen, fesseln ihn drei Männer an diesen Zaun. Hier war ein Riesengebrüll im Gange, was ich mir erlauben würde. Ja, und dann habe ich aber das Maul gehalten und habe gedacht, jetzt müsste ich versuchen, hier wieder loszukommen und erst mal die Leine zu ziehen, also hier zu verschwinden. Ja. Das habe ich dann auch gemacht und dann haben sie mich wieder losgelassen. Und, aber es hat sich nie jemand dafür entschuldigt. Mussten sie auch nicht. Für mich war wichtig, dass die Halde wegkommt und dass wir hier bauen können. Die Umweltsanierung des ehemaligen Uranbergbaugebiets kostet Milliarden. Sie dauert bis heute an. 37 Millionen Euro bekommen die Schlemaer für den Bau ihres neuen Radonbades. Nach 2 Jahren Bauzeit wird es im Oktober 1998 eröffnet.
Die Schirmherrschaft übernehmen Kurt und Ingrid Biedenkopf. Ein Meilenstein für den einst geschundenen Ort. Es war für mich unbeschreiblich. Es war auf einmal vollbracht. Und als ich dann die Dinge gesetzt hatten und ich dann alleine da mal auf einer Bank drin gesessen habe und war auch im Therapiebereich, da sind dann schon mal Tränen geflossen. Denn ich bin eigentlich oft als harter Hund gesehen worden von vielen, weil ich eben auch versucht habe, stark zu sein und zu kämpfen. Aber eigentlich bin ich nicht so hart, wie das scheint. Bleibe ich zumindest. Mehr als 700 Badegäste kommen jeden Tag. Neben dem Behandlungsbereich gibt es zwei große Sohlebecken, in die auch Konrad Barth einmal in der Woche steigt. Und sein erstes Mal hat er nie vergessen. Das war ein wahnsinniges Glücksgefühl, hier dieses Bad in das Wasser reinzusteigen. Ich war ja der Erste, der dann eingestiegen ist. Ich habe keinen anderen eingelassen vor mir. Aber die Freude über das Bad bekommt einen Dämpfer. Trotz Sanierung rumort es noch immer unter der Erde. Der Berg kommt einfach nicht zur Ruhe. Das weit verzweigte unterirdische Stollensystem reißt in Schlema zweimal tiefe Krater in den Boden. ...1998 passiert es an einem Sonntag mitten im Kurpark, nicht weit entfernt vom Bad. Da klingelt bei mir zu Hause, kommt ein mir bekannter Kollege und sagt, der Floßgraben läuft in den Schacht. Und das war genau hier. Da gab es hier ein Loch, der hätte mein Haus reingepasst, so riesengroß. Jetzt kam natürlich darauf an, dass man das Loch so schnell wie möglich zumachen. Wir hatten den ganzen Aushub noch da oben liegen, vom Kurmittelhaus und vom Außenbecken. Und ich habe alles, was Auto und was Geräte waren, mit denen man den Dreck aufladen konnte, reingeordnet an dem Sonntagvormittag. Und wir sind also in der Nacht vom Sonntag zum Montag, war also das Loch zugefüllt. Am Montag früh war von der Freien Presse bis zur Bildzeitung war alles da und haben das Loch gesucht. Gab es nicht mehr. Also haben wir das natürlich verniedlicht, wäre nur ein kleines Löchlein gewesen und das haben wir wieder dicht gemacht. Doch die Gefahr bleibt. Hier dürfen nie wieder Häuser gebaut werden. Außerdem wird die gesamte Gegend ständig überwacht. Darauf vertraut Konrad Barth in seinem Vorgarten. Hier sind Sie sicher wie in Abrahams Schoß. Aber in der Bergbauregion ist es natürlich niemals ausgeschlossen, dass es irgendwo mal einen Einbruch gibt. Keine Frage. Am 29. Oktober 2004 bekommt der Ort offiziell den Namen Radon-Heilbad verliehen. Es ist der Tag, an dem Konrad Barth in seine wohlverdiente Rente geht. Und für die Biedenkopfs stellen die Bad Schlema auf einer sanierten Halde, im Volksmund Biedenkopfblick genannt, ein würdiges Denkmal auf. Guck mal, ach, jetzt steht doch Ingrid und Kurt Biedenkopf. Ja, ich hab dir das immer gesagt. Du wolltest das eigentlich anders haben. Wir haben vorneweg drüber gesprochen. Du hast gesagt, gut, den Stein und die Tafel stellen wir daneben. Ne? Dann habe ich gedacht, lass ihn erst mal wieder fort sein. Und dann machen wir die Tafel dort, dann, wo ich es mir gedacht habe. Ja, richtig, du hattest die da hingestellt. Nein, er wollte sie. Er wollte sie da haben. Aber die Reihenfolge stimmt. Inge, ja, das ist richtig. Sie war die Erste, natürlich. Es geht doch nicht anders. Ja. Also, alter Junge. Du hast da was draus gemacht. Nein, nicht alleine. Nein, natürlich nicht alleine. Wenn du sagen würdest, nicht alleine, wärst du verrückt. Es ist ein kleines Wunder, was hier passiert. Ja. Im Grunde ein großes. Ja.